Hallo, liebe Studierende, von meiner Seite gibt es eine weitere interessante Frage, die ich bekommen habe. Und zwar geht es hier um die Frage eines, wie schaut es aus mit einem Impressum, wenn ich international tätig bin? Welche Rechte muss ich da überhaupt erfüllen? Ganz konkret die Frage, es gibt einen Online-Shop mit Sitz in Wien und dieser Shop liefert an Kunden in Österreich und Deutschland. Und die Studierende war sich jetzt unsicher, weil, wie es mit der Gestaltung des Impressums auch aussieht, muss man hier auch deutsche Rechtsvorschriften einhalten? Oder gibt es allgemeine europäische Vorschriften, die hier einzuhalten sind? Wie sieht es hier aus? Welche Rechtsgrundlagen gibt es einmal in Österreich für ein Impressum, beziehungsweise welche Veröffentlichungspflichten haben wir hier? Die Rechtsgrundlagen sind in Österreich etwas verstreut in den Paragraphen 24 und 25 Mediengesetz. Wird einmal festgelegt, was Medien zu veröffentlichen haben. Dann gibt es in Paragraph 5 ECG, E-Commerce-Gesetz, Regelungen, was Diensteanbieter, die aus dem europäischen Markt tätig sind, zu veröffentlichen haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch flankierende Paragraphen, also Paragraph 14 UGB. Sieht vor, was ihm ein Unternehmer zu veröffentlichen hat. In Geschäftsbriefen heißt das noch so und aber auch auf der Website und auch in § 63 Gewerbeordnung, die jetzt einen Gewerbetreibenden trifft, gibt es auch Veröffentlichungspflichten. Die § 5 ECG setzt ja die E-Commerce-Richtlinie der EU um. Das heißt, man will ja gerade hier den Binnenmarkt herstellen und vereinheitlichen und hier die grenzüberschreitenden Dienstleistungen ermöglichen, den Handel auch. Und deswegen gibt es hier eine Vereinheitlichung im Bereich des Paragraph 5 ECG. Ihr werdet schon davon gehört haben, hier gilt ein Herkunftslandprinzip. Demnach unterliegt ein Website-Webshop-Betreiber grundsätzlich nur den rechtlichen Bestimmungen, die in jenem Staat bestehen, indem er seinen Unternehmenssitz hat. Ja, das ist Paragraph 20 ECG und das gilt auch für Diensteanbieter für Impressa. Das heißt, hier gibt es eine einheitliche Regelung für Diensteanbieter. Und insofern ist das in der EU vereinheitlicht und meines Erachtens kann man, wenn man diese Verpflichtung erfüllt, dann davon ausgehen, dass man in der EU sauber ist. Ich habe euch jetzt hier zusammengestellt, die Nummern, die hier immer daneben stehen, sind die Paragraphen jeweils, also UGB, ECG, Mediengesetz und so weiter. Das wäre meines Erachtens das vollständige Impressum, das wohl auch weltweit euch dann absichert, weil viel mehr kann man dann nicht mehr veröffentlichen. Gehen wir es einmal durch. Also wir haben Medieninhaber, Name, Firma, wir haben die Anschrift, ja, klar. Sitz, also Sitz in Wien zum Beispiel. Dann gibt es auch in Paragraph 24 eine Anschrift der Redaktion, wenn die anders ist. Es gibt den Verlags- und Herstellungsort auch im Mediengesetz. Namen und Anschrift der Herausgeber, das ist auch eine eigene Verpflichtung, das betrifft aber eher natürlich Medien, wenn es einen Herausgeber gibt. Dann den Standort der Gewerbeberechtigung. Nach § 63 Gewerbeordnung, das sind eher so die Ortsangaben, wenn man so will. Dann haben wir Firmenbuchnummer, Firmenbuchgericht, die Rechtsform ist in § 14 UGB auch vorgesehen, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Einzelunternehmer oder was auch immer. Dann haben wir Geschäftsführer, den Namen des Geschäftsführers nach 25 Mediengesetz, unbeschränkt haftende Gesellschafter. Sind in § 14 UGB geregelt, dass die auch zu veröffentlichen sind. Also zum Beispiel wir betreiben unsere Rechtsanwaltspartnerschaft im Rahmen einer UG und hier sind wir als unbeschränkt haftende Gesellschaft auch zu nennen. Dann haben wir den Aufsichtsrat, den Unternehmensgegenstand oder die Berufsbezeichnung. Dann haben wir die Telefonnummer, Faxnummer, falls es sie gibt. E-Mail wird es wohl auf jeden Fall geben. Die UID ist auch zu veröffentlichen nach ECG. Dann eben diese Kammerzugehörigkeit und anwendbare Gewerbe- oder berufsrechtliche Vorschriften und Zugang zu diesen. Mit einem Link ist das meistens hinterlegt auf das Rechtsinformationssystem, meistens dann nur auf die Gewerbeordnung durchgelinkt.
Dann, wenn es eine Aufsichts- und Regulierungsbehörde gibt, ist das zu veröffentlichen. Und dann sehr speziell für Medien dann noch, was ist die grundlegende Richtung des Mediums und dann auch die Beteiligungsverhältnisse hinter einem Medium. Wenn ihr das zu veröffentlichen habt, dann solltet ihr aber auf jeden Fall euch mit einem Rechtsanwalt kurzschließen. Also das ist jetzt so der Versuch, einmal komplett darzustellen, wie so ein komplett vollständiges Impressum aussehen kann, welche Informationspflichten hier bestehen. Und man kann sich auch sicher sein, also wenn man das erfüllt, glaube ich, sagen zu können, dann wird man im Bereich des Impressums das Weltrecht wohl erfüllen, weil ich kann mir da nicht mehr viel mehr vorstellen, was man denn sonst noch veröffentlichen soll. Das ist ja eh schon ein, das ist ja eh alles. Viel mehr gibt es ja nicht. Vielen Dank für euer Interesse. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen bei der nächsten Frage beantworten.